Ja, Roland, etliche Wochen der Vorbereitung sind jetzt vorüber. Hast du den Eindruck, dass du die Zeit so genutzt hast, wie du dir es vorgenommen hast, und dass die Mannschaft sich in dem Zustand befindet, dass sie in die zweite Liga starten kann? Ich hoffe, ich habe die Zeit so genutzt, dass die Mannschaft gut vorbereitet ist. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke, dass wir gut vorbereitet sind auf die Saison, dass wir die komplette Vorbereitung auch wirklich gut trainiert haben, gut absolviert haben insgesamt. Dass sich viele Spieler aufgedrängt haben in der Vorbereitung, ein Thema für die erste Elf zu sein. Und deswegen denke ich, sind wir gut vorbereitet auf den Start, wobei auch immer klar ist, dass die Vorbereitung auch nicht mit dem ersten Punktspiel abgeschlossen ist, sondern dass sicher die Vorbereitung auch noch in den dritten, vierten Spieltag mit hineingeht. Und deswegen denke ich aber, sind wir zumindest aufs erste Spiel jetzt schon mal so vorbereitet, dass wir positiv auch in das Spiel hineingehen können. Wie schätzt du den Gegner, den FC Ingolstadt, ein, der ja ein paar Spieler verloren, aber auch ein paar ganz prominente dazu bekommen hat? Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die, wie du sagst, sich mit drei oder jetzt vier Spielern sehr gut verstärkt haben, mit insbesondere Matthew Lecky, der vom FSV Frankfurt kam, auch bei der WM für Australien gespielt hat, sicher ein sehr wichtiger Faktor für Ingolstadt ist. Des Weiteren Hinterseher aus Österreich geholt, der auch in der Vorbereitung viele Treffer erzielt hat. Hübner als Innenverteidiger vom VfR Aalen auch einen stabilen Faktor jetzt darstellt in der Innenverteidigung und jetzt kurzfristig mit Wanwetsch vom 1860 München Zentralmittelfeldspieler dazu bekommen haben, der auch über sehr viel Qualität, Talent verfügt. Also insgesamt denke ich, sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Die Vorbereitung ist, wenn man jetzt sich jetzt nur auf die Ergebnisse konzentriert, sehr gut verlaufen für den Gegner. Wobei das halt natürlich immer schwierig ist, die Ergebnisse aus der Vorbereitung so zu werten, dass es dann auch eben für die Punktspielrunde irgendwie eine Aussage hat. Und deswegen denke ich, es ist eine gute Mannschaft, die eine gute Vorbereitung gespielt hat, aber bei Anpfiff am Samstag, wenn es um Punkte geht, ist das dann auch alles vorbei und dann spielen andere Themen eine Rolle. Und deswegen haben wir Respekt vor dem Gegner auf jeden Fall, aber wir gehen trotzdem positiv in das Spiel.